Ralf Herford ist nicht stecken geblieben im grünen Teppich. Du hast doch keine Absatzschuhe an. Nee. Aber bist wahrscheinlich auch mit diesem Elektroauto hergekommen. Ja, mit den neuen Ampera von Was war das für, was war das für ein Gefühl? Also das war das erste Mal wirklich, dass ich im Elektroauto sitze. Und ich muss sagen, also erstens, es ist, ja, man tut ja immer so, als wenn das jetzt irgendwas, man denkt immer, oh, was kommt da? Aber es ist ein normales Auto mit einem irrsinnigen Drehmoment. Und das Schöne ist, es ist scheiß leise. Es ist so toll. Also ich habe ja alle Fragen gestellt, als ich mitgefahren bin, die man stellen konnte. Was waren deine Fragen an so eine Technologie? Ich habe am Telefon gehangen und Hertha-Tickets organisiert für das Spiel Hertha gegen Köln am 1. Also, und bekommen auch? Ja. Ja, 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 ja. Vorher ist nun der Award heute. Was erwartest du von so einer Veranstaltung heute, die ja natürlich klar antritt, um Leute aufmerksam zu machen? Kann so eine Veranstaltung das? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch hier wieder so ein bisschen, ne? Also für viele Leute ist das auch, man zeigt sich wieder mal in seinen tollen Sachen. Und ich hoffe, dass wenigstens, wenn es 10% sind, die sich wirklich damit auseinandersetzen und dafür wirklich interessieren, was das eigentlich bedeutet und was gibt es eigentlich für Technologien. Ich bin ja einer der Juroren und habe mir all diese in diesen verschiedenen Bereichen, diese verschiedenen Firmen und ihre Produkte angeschaut, sehr genau. Leider, bis auf eins, sind meine Vorschläge also nicht genommen worden. Also da gab es zum Beispiel so ein Speicherkraftwerk, das war einfach genial, so ein Felsmassiv, das nach oben gedrückt wurde durch überschüssiges Wasser, also das reingepumpt wird mit Energie, die erzeugt wird, und dann, wenn eben nicht genug Strom erzeugt wird, wird dieser riesen Felszylinder einfach abgesenkt, und durch den Druck, der drückt das Wasser dann durch die Turbinen. Und dieses Prinzip war so geil, also das habe ich natürlich jetzt sehr schlecht erklärt, aber es war wirklich geil. Einfach nur, wo ich dachte, wow, was machen sich Ingenieure für tolle Ideen und für tolle Sachen lassen, die sich einfallen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ja, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen auf dieser Welt, die so dreckig ist wie sonst was, dann sind solche Veranstaltungen wahrscheinlich wichtig, einfach um eine Öffentlichkeit zu kriegen und auch zu sensibilisieren, immer mehr. Es gibt ja immer im eigenen Leben auch eine eigene Wahrnehmung. Mache ich da jetzt wirklich mit oder nicht? Wie ist bei dir die Stand-by-Geräte zu Hause? Ich ziehe die raus, wirklich. Ich nehme nie Plastiktüten. Ich frage immer nach der Bananenkiste, egal wo ich einkaufe, bei Penny oder bei Plus oder wo auch immer. Kriege auch immer eine und trage das dann entweder auf den Kopf oder so nach Hause. Und damit bringe ich dann das Leergut wieder weg. Also ich mache das wirklich sehr konsequent, weil ich finde, also ich habe gerade vor Tagen noch wieder diesen Bericht gesehen über diese Plastiktüten-Ozeane in den Weltmeeren, auch in der Ostsee, gigantisch. Und hatte das auch dieses Jahr, als ich auf Sylt gedreht habe, bin ich am Strand spazieren gegangen und dachte mir, Wahnsinn, was hier überall Plastik liegt, wenn man mal genau hinschaut. Wenn gerade die Flut war und jetzt dann Ebbe ist, du siehst überall Plastik. Und du denkst, das ist ja Wahnsinn, was wir der Welt antun. Das ist ja Wahnsinn. Und ich finde, das liegt bei jedem. Und du siehst die Menschen, die gehen einkaufen, eine Tüte, Tüte, Tüte. Und nee, also das sind meine kleinen Sachen, die ich mache. Wenn du dir irgendwas wünschen könntest, also irgendjemand soll was erfinden, das wirklich was bringt, was aber noch keiner erfunden hat, oder eine Technologie, von der du mal gehört hast, die aber nicht vorangetrieben wird. Was wäre das? Zahnbürste mit Windantrieb? Könntest du dir irgendwas vorstellen, was hier noch fehlt? Vielleicht auch aus deinem Bereich. Du bist ja auch mit Immobilien unterwegs, dass der da auch also dann, Baustoffe zum Beispiel. Transportwege. Ach, nein, das kann ich dir so jetzt nicht sagen. Da müsste ich. Nein, das ist so eine Frage, die kann ich so spontan nicht beantworten. Dann ziehe ich die spontan zurück. Ja, danke. Wünsche dir einen schönen Abend. Danke. Freust du dich auf jemanden besonders heute Abend? Ob Geldof ist ja da zum Beispiel? Wusste ich gar nicht. Nein, ich freue mich auf niemanden besonders. Ich freue mich auf die Leute, Mitarbeiter der Firmen, die prämiert sind, die Preise bekommen. Ich freue mich für die, die leider keinen bekommen, aber hoffentlich auch da sind, weil die bewegen wirklich was. Das sind so die Menschen, weißt du, so Schauspieler und Sänger und all dieses Grobzeug, was da so medial immer rumschwirrt und alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und so wenig einbringt zum wirklichen Leben, das, was die Menschen voranbringt oder die Welt wirklich besser macht. Wir entziehen so viel Aufmerksamkeit Menschen, die wirklich was machen. Ob das Mathematiker sind, ob das eben Ingenieure sind, die im Stillen arbeiten. Es gab mal so eine Serie, die stillen Helden im Fernsehen, gibt es leider nicht mehr. Und das sind für mich wirklich wichtige Menschen. Wirklich wichtige Menschen, weil ohne die sieht es zappenduster aus. Leute, die den Walfängern, den japanischen, wirklich vor die Harpune gehen von Greenpeace. Solche Menschen, das sind besondere Menschen und die verehre ich wirklich sehr. Vielen Dank. Und bis gleich. Ciao, tschüss. Dankeschön.